Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Code Octo Awesome. Jetzt auch mit dem großen Masterplan, wirklich was zu bewegen. Letzte Folge haben wir ja ein bisschen Bugfixing noch betrieben. Jetzt sitzen wir hier in einem Livestream, der nicht wirklich live ist, weil wir senden raus, aber der Chat geht nicht. Aber umso besser, weil dann haben wir eine ruhige Zeit für uns. Mit mir, wie eh und je, der Julian, der mit mir jetzt oder eigentlich im Alleingang die Bäume machen wird. Gell? Und ich sitze einfach daneben und kommentiere ein bisschen doof. So, dann wollen wir mal da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Im Prinzip haben wir auch einen Timer, einen neuen. Wir benutzen mal den von Sush. Ah, deshalb finde ich den nicht, weil der dasselbe Icon hat wie... Okay, aber der blendet leider ab und zu mal aus. Mouse Top funktioniert nämlich irgendwie nicht. Ich mache mir den jetzt mal auf einen anderen Monitor, damit ich den wenigstens sehe. Okay, ist auf 0 gestellt und wir fangen an mit den Bäumen. Los geht's. Jawohl. Also jetzt müssen wir wieder in Populator reingucken. Da ist jetzt natürlich die Frage, wenn wir über die Chunk-Grenze darüber hinaus wollen, das ist, haben wir ja immer noch nicht gelöst, weil wir ja von Columns, also von den einzelnen Columns in die andere Columns auch reinschreiben können wollen. Ja. Das ist jetzt natürlich die Frage, wie man das am einfachste machen würde. Am schönsten wäre natürlich wieder eine Struktur, die alle hält, aber da ist auch die andere Frage, wie man das Ganze performance-technisch sieht. Wenn man wieder eine neue Struktur erstellen muss und... Aber haben wir nicht gesagt, dass wir grundsätzlich Strukturen, die nicht größer sind als ein Chunk, da einwandfrei platzieren können? Das geht doch. Ja, aber wir haben ja jetzt 4 Chunks. Aber innerhalb von den 4 Chunks kann es ja trotzdem über die Grenze gehen. Theoretisch Das Ziel ja nicht. Von dem Ganzen war ja, über Chunk-Grenze zu kommen. Ja, erstmal ja nicht. Die Bäume. Das eben auch. Oder? Also die Bäume sollten doch in einem Radius von 16 auf 16 bleiben, damit wir innerhalb dieser 4 Chunks bleiben, die wir da laden. War doch die Idee. Ja, aber innerhalb von den Chunks, die wir bereits geladen haben, innerhalb von dem Bereich wollen wir bleiben. Ja. Das war das Ziel. Genau. Aber über die Grenze von Column 0 zu Column 01 zum Beispiel müssen wir immer noch drüber kommen. Ach, wegen dem Zugriff auf die genau. Blöcke, meinst du? Ja. Das kann man doch, da würde ich jetzt mal ganz fies über den Resource Manager gehen. Oder nicht? Haben Was wir hältst das du nicht davon? Vorher guckt und erstens haben wir ihn nicht da. Ja, dann kann man ich ja holen. Ich glaube, der konnte das doch nicht. Das hatte man doch auch schon das letzte Mal vor, soweit ich weiß. Ich glaube, Chunk Cache. Und da können wir nichts, was Subscribe oder sowas bringt der uns nicht. Ja nichts. Wie machen wir das denn? Ah, im Local Chunk Cache machen wir das. Der kann das. Genau, der Local Chunk Cache kann das. Ach so, und den haben wir da nicht. Richtig. Na, ich würde, lass uns doch so eine kleine Hilfsmethode basteln, die uns die Koordinaten übersetzt. Die uns nur für die Chunk Columns eben. Genau. Also, dass du sowas wie ein Offset hast. Du würdest hier direkt die Hilfsfunktion genau reinschreiben. Ja. Aber ich, ja, gut. Erstmal. Also, alles vielleicht klar, sollten wir bin das ich. Natürlich irgendwo Ja, ja. Global zur Verfügung stellen, aber vorerst mal da rein. Ja, weil alle Populators das nachher vermutlich brauchen, weil dann wäre das schon eine Idee, Ja. Das später nach außen zu bringen. Ja, vielleicht können wir ja auch eine Basisklasse für die So. Populator basteln, die das dann grundsätzlich ein bisschen smarter machen. Die Frage ist natürlich bei der Reihenfolge, muss ich gerade auch nochmal überlegen. Die kommen immer in der richtigen Reihenfolge. Da kann es natürlich schon sein, dass du da was vertauscht hast. Das kann schon passiert sein, das kann man da nicht sicher sagen. Nee, doch, Behaupte die kommen ich immer jetzt von mal. Links. 0, 0 ist immer links oben. Also von der XY-Koordinate her betrachtet. Immer links okay, oben. Okay, also ist schon immer links oben. Ja. Okay, das hast du schon geguckt. Ja, also 0, 0 ist quasi der Gut. Offset. Gut, das
Ist auch wichtig hier. Deshalb würde ich jetzt mal ein. Oh, Moment. Hier haben wir es. Ach, das machen wir doch hier bereits, dass man uns den Column rausholt, wo es ist. Und dann müssen wir nur noch. Wie machen wir das im Blödste? Was hättest du denn Oh, effektiv gerne? vielleicht. Du willst Ich doch. habe eine Idee. Wie wäre es denn, wenn wir Ja, ein ich. Offset, also sowas wie ein Pivot Point haben für das Objekt, das wir platzieren wollen? Was im Prinzip dein Block ist, den du da unten definierst. Und um den Pivot Point hast du dann relative Koordinaten. Also wenn du sagst, gib mir, setze den Block 0, 0, 0, dann setzt du den zentralen Block bezogen auf die ganzen Koordinaten, die du da hast. Weißt du, was ich meine? Ja, theoretisch schon, aber das macht die Umrechnung auch nicht gerade einfach, sondern doch auch eher komplizierter zwar noch, aber noch im Rahmen, ja. Das stimmt, das wird es komplizierter machen, aber das ist das, was ich effektiv darin am besten gebrauchen könnte. Und wenn wir schon sowas basteln, was das Umrechnen erlaubt, dann wäre das meine Wunschlösung sogar. Okay, dann wäre das Ziel natürlich, dass wir hier x und y als und z plus 1 als Nullpunkt haben, also Genau. der unterste Block vom Baumstumpf. Oder? Ist doch sinnvoll. Dass man quasi einen Wär, also Ursprungspunkt hätte ich hat. zumindest gesagt. Ja. Und den soll man in die Methode einfach jedes Mal reingeben. Das ist die Frage. Theoretisch kriegst du ja für jeden Populate-Aufruf eine neue Instanz des Populators. Und damit könnte man doch eigentlich dann sagen, dass man das irgendwie auf Property-Ebene speichert oder so. Ah, nee, ist auch scheiße. Nee, ist scheiße, war eine dumme Idee. Wie Nee, nee, man nee. bekommt doch nur eine Instanz, oder was? Ja, den I-Populator, den werden wir ja pro Populierungsprozess einmal instanzieren. Ehrlich? Echt, wusste ich gerade gar Ne, nicht. weiß ich nicht, ist im Moment aber Ah, der Fall. stimmt, Im Moment ist stimmt. es so, muss aber nicht so sein. Haben wir im Moment, ja. Muss aber nicht, können wir später auch anders machen. Ne, du hast Ja. recht. Und außerdem wollen wir ja eventuell auch mehrere Objekte da drinnen platzieren. Es hilft dir nichts, einmal einen Pivot Point zu definieren, sondern es muss ja dann ja, entsprechend so oft wie der Tree Count. Also vielleicht soll es doch was Zentrales sein da drinnen. Also eine kleine Konstruktion, die mit den Koordinaten rumrechnen kann. Ja, okay. Dann Vielleicht doch was Eigenes. haben wir hier mal eine Funktion, die man wie am besten nennt, auch mit Name. Immer dasselbe. Was soll sie denn können? Wir können das ja auch als Index 3 zurückgeben, die uns die tatsächliche Absolutkoordinate berechnet, vielleicht. Oder Die dir vielleicht aber nicht auch nichts komplett hilft. absolut, sondern absolut zum 0,0. Das hilft dir ja aber gar nicht, weil du musst ja dann trotzdem noch den Chunk identifizieren und das ist ja eigentlich auch nicht, was du willst. Ansonsten könnte man eine Set-Block-Methode machen, Genau, das wäre mir lieber. die mit X, Y und Z arbeitet. Im Prinzip musst du Dann aber dann auch brauchen wir den Ursprungspunkt. natürlich Ja. alle Chunk, okay, einen vergesse. Alle Chunk-Columns brauchen wir auch. Ja. Und den Und Offset. dann noch, wo wir den Ursprung setzen. Ja. Reicht uns das? Ich hätte gesagt, ja. Okay, das würde ich dann gerne in eine eigene Struktur irgendwie packen, weil du wirst ja nicht immer nur einen Block setzen, sondern du wirst ja pro Konstruktion 20, 30 Blöcke setzen, also nehmen wir von einem Baum aus, dann würde es schon Sinn machen, das dann in einen gekapselten Kram zu machen. Also dass dann unten, da wo wir im Moment den einen Block setzen, dass man da so ein Ding instanziert, diese Parameter alle schon reingibt und dann am laufenden Band einfach nur noch Set Block, Set Block, Set Block machen kann. Du meinst, dass man auch das Origin raushaut, oder? Und das Den brauchst in du, den setzt du nur einer einmal. übergeordneten Struktur macht? Ja, eine Klasse. Im Konkreten. Ach, eine komplette Klasse würdest du machen. Ja, theoretisch müsstest du ja auch nochmal eine Get-Block-Methode haben müssen, damit Ja, du prüfen kannst, ob da ich. was im Weg ist beim Wachsen. Mir war jetzt nicht klar, dass du das jetzt bereits machen willst. Ich dachte, das Auslager will ich erst später machen.
Ja, schon, aber jetzt hast du halt 1000 Mal Aufrufe auf das Ding mit 1000 Parametern und bevor wir da jetzt ein. Du kannst es natürlich gerne mal als lokale Nested Class machen und die dann später. Also, dass wir das hier einfach Okay, mal als Private ja. Class definieren und dann. Dann lieber oben hin, aber. So, tja, wie nennt man sowas am blödsten? Koordinatenumrechnungsding. Oder so. Ich weiß, er klingt eigentlich für mich kreativ. Sowas? Jetzt super. Wir werden es refaktorisieren später. Aber fürs Erste, denke ich, ist Ja, es ganz okay. auf jeden Fall. So, Und dann dann können wir haust ja du. sagen, dass wir Genau du. da immer eine Instanz haben, Genau, dann nimmst du. wir auf jeden Fall mal die drin haben. Die Wofür brauchen wir brauchen auf wir den jeden Planeten Fall. nochmal an der Stelle? Warum gehen wir denn damit rein? Aktuell brauchen wir den, glaube ich, gar nicht, wenn ich es richtig weiß. Gut, aber wir sollen den trotzdem mit reingeben, weil den werden wir brauchen für diverse andere Sachen. Um zum Beispiel das Biom und so auszulesen. Das wird ja alles noch Thema werden. Es wird noch spaßig. So, im Prinzip brauchst du all diese Dinge auch als lokale Parameter jetzt. Ja. Oder soll man gleich Properties machen? Ich weiß es nicht. Nee, Properties nicht. Die brauchst du draußen nicht. Und Properties Ah. neigen dazu, halt die Daten nochmal hin und her zu kopieren und Felder machen mehr Sinn. Ach, die gute alte Ich Tipparbeit, dachte. gell? Scheiß. Nicht copy-pasten. Immer sehr spaßig. Ich glaube nicht, dass das da so viel Zeit bringt. Vor allem nicht über Ja, TeamViewer. du hast recht. So, dann die Columns noch. Und dann haben wir nämlich ein Get und ein Set, mit dem wir umrechnen können. Das ist dann, glaube ich, gar nicht mehr so kompliziert. Hoffentlich. Hast du schon eine Idee, wie wir So. die Bäume Und die. generieren? Ja, da würde ich mir auch wieder so Helper-Funktionen machen. Die könnte man auch direkt in den Population-Helper theoretisch reinmachen, wo uns eben hilft, zum Beispiel eine kreisrunde Struktur zu machen. Ja. Also auf einer Ebene einen Kreis zu füllen Ich wollte eigentlich mit mit labern einem die Blocktyp. Zeit. Ach so, Entschuldigung. Ja, du kannst schon gerne. Ich mache immer Gestik vorm Laptop, das niemand sieht, Ja, das kenne ich. während ich das versuche zu erklären. Ich dachte nur, ich überbrücke mal ein bisschen mit labern. So. Hat schon das letzte Mal nicht so gut funktioniert. Ja, okay. Passt. So, dann hätten wir den Helper und im Prinzip braucht er jetzt ein Get und ein Set-Block quasi. Ah, dem könnten wir sogar Genau. gleich dieses Mapping. Nee, war dumm, war eine dumme Idee. Was? Über die Block Definition. Dieses Auflösen. Aber das brauchen wir ja eigentlich gar nicht, sehr wurscht. Ja, Brauchen wir das nicht wird, also speichern. ich würde machen, dass mir auch ein U-Short, Unsigned Short reinkriegt. Ja. So wie bei der normalen Methode eben auch. Genau. So, und Z, dann U-Short Block und die Metadata mit 0 Ja. als Standardwert. Ja, das ist halt ein normales Dann Get und dann haben wir das. es. Ein Get-Block. Da kriegt. Ja, genau, für Metadata war es ein extra Aufruf. Genau, Get Meta. Wenn ich es noch richtig weiß. Wobei der jetzt im Moment nicht so, den würde ich jetzt mal Okay. kurz skippen. Den Get-Block, Mensch. Ja. Oh. Ja, brauchen wir eigentlich gerade auch nicht. Achso, den Get meine ich. Ich meinte sogar den Ja. Metadata. Aber gut. Ach so, ja, den Get brauchen wir ja aktuell auch noch nicht wirklich. Ja, stimmt. Höchstens für die Überprüfung hier, aber gut. Das Get-Top-Lock wäre auch noch was, was man auslagern müsste. Irgendwann. Ja. So. Was man jetzt habe, ist.
ein Chunk-Column, das man auswählen müsste. Aber das haben wir hier jetzt eigentlich schon mal drin. Ich bin mal so böse und kopiere das. Das Problem ist nur, dass wir das ja. Ja, genau, alles klar. Ja. Dann können wir hier Also Klassen, die wie Helper habe ich es heißen, sind genannt? sowieso in meiner Hasskategorie. Also das müssen wir irgendwann mal anders Ja, machen. ja. Ja, das ist mir vollkommen klar, dass es so eigentlich nicht hierhin gehört. Ja, das ist alles gut, alles gut. Ich weiß ja selber, wie furchtbar das immer ist. Wollte nicht schimpfen. Wollte nur. Help, wenn ich Helper lese, dann. So, jetzt geht die große Rumrechnerei los. So. Was man da machen könne hätte, um sich das einfacher zu machen, wäre jetzt die hier als X und Y als Referenz zu übergeben und gleich die neue X-Koordinate zu berechnen. Also relativ zum Chunk, zu der Column, die man hier zurückgibt, gleich die entsprechende Koordinate rauszugeben. Was machen wir da eigentlich? Was kann denn die? Ach so, zu ermitteln, Die gibt welche. uns genau, Ja. welche Column das sein muss. Das ist das, was das hier macht, und jetzt hätte ich da vielleicht tatsächlich Ach, dass du dann X das und für Y. jedes Einzelne gemacht. Ah, ich verstehe. Ich Das meine, war das ist vielleicht nicht natürlich unbedingt das designtechnisch. schönste Verb, Ja. Aber du hast schon recht, aber das wäre eine Maßnahme. man muss natürlich dazu überlegen, dass wenn man das auf alle Koordinate jeweils immer machen würde, also mit Modulo und so, weiß nicht, könnte man eigentlich auch gleich machen. Was genau hast du Ich vor? glaube, das mit dem, was ich hier gerade gemacht habe, ich würde jetzt einfach doch lieber direkt ein. Ach nee, verdammt, jetzt weiß ich, wie ich es vorhabe. So, mir speichert uns die hier zwischen. Ah ja, okay. Und brauche hier dann doch die ganze Else-Sache. Ist jetzt natürlich sonderlich schön mit den Leerzeile. Es gibt irgendeine Taste, um ganze Zeile zu löschen. Ich Ja, weiß sie nur Steuerung nicht. D. Oder nicht? Warte, nee. Steuerung entfernen? Irgendwas war. Ich traue mich jetzt nicht, was auszuprobieren. Ja, lass uns lieber. So. Ach, der macht die Leerzeile nicht raus. So. Und jetzt können wir das Ganze normalisieren, indem man einfach das Ganze auf die Chunk Size X anwendet. So, Modulo. Ach so, jetzt, okay. Und dann die Column returnet. Ja, das ist schön. Also, so schön es halt sein kann. So. Gut, das würde bedeuten, X und Y wären ja schon lokale. Aber hilft uns Frage. das wirklich gerade mal jetzt andersrum gefragt? Weil wenn wir jetzt mit unserem Umrechnungskoordinatending arbeiten, was hilft uns das denn dann? Das bringt uns hier jetzt gar nichts, genau zu sein. Hier macht es uns nur Probleme, fällt mir gerade auf. Weil wir es hier nicht normalisiert haben wollen. Ja, eben. Aber ich habe halt gedacht, ich mache es mir da oben einfacher. Aber jetzt habe ich es mir unterschwerer gemacht. Gut gemacht, Julian. Ja, gut, muss man ja auch mal abprobiert haben. Tja, wie machen wir das jetzt am blödsten? Was kriegen wir denn in X und Y? Das ist doch eigentlich nur. Also der Plan wäre eben gewesen, hier hätte man dann jetzt nur noch die Column, die man ausliest mit
getColumn, unserem X, Y und Z und dann eine ganze Junk Columns. Ach, nur X und Y müssen wir natürlich normalisieren. Läuft ja auch. Columns. Und dann hat man mit X und Y schon die Koordinate, die man hier verwenden muss. Das war eben der Plan dabei. Ach so. Naja, den Modulo kannst du aber auch noch ganz entspannt bei Get und Set Blocke machen. Weil Ref-Values sind, Ja, mache Ref-Parameter ich sind jetzt eigentlich auch, weil. immer Pain eigentlich. Also die Jetzt finde ich immer ein ruckelt der bisschen Sound bei seltsam. mir. Ah, jetzt geht's. Gut. Ja, stimmt schon. Vor allem hätte man da unter dann der Kopie von der Variable anlegen müssen. Das wäre echt Ja, ähnlich das wäre ein gewesen. Krampf gewesen. Bei Ref zu benutzen, um dann nachher trotzdem noch Kopien zu machen. Okay, mein Sound macht Probleme. Nein! Schaffen wir noch 3 Minuten? Ich kann es probieren, aber ich höre dich gerade nicht wirklich. Macht nichts, ich sag nur Quatsch. Stockend. Ich rede nur Quatsch. Ich würde jetzt hier einfach mal die Columns reinschieben in die statische Methode. 01 10. Und falls du halt jetzt im Moment irgendetwas sagst, ich höre dich nicht. Ich mache trotzdem weiter. Echt blöd. Okay, jetzt ist wieder halbwegs da. Gut, ich sage aber gerade nichts. Schön. Ja, Set Block und mehr brauchen wir, glaube ich, gerade auch nicht. Jetzt müssen wir X, Y und Z nur noch natürlich relativ zum. Also die sind jetzt relativ, jetzt müssen wir die wieder zum Origin umrechnen. Na, da würde ich jetzt Erst aber, und also. dann mach lieber umgekehrt und warte auf den Column. In Column steht ja drin, wo die ist. Also die Idee, dass du. Ja. Ja. Aber der Origin ist ja. Ach, Entschuldigung, ja. Ja, alles gut. Stimmt. Ja, ich wusste jetzt nicht, wie ich es erklären Ja, soll, du hast schon. aber Ja, klar. Blödsinn. Ja. wir müssen jetzt erst, also sonst haben wir ja in x, y und z potenziell Negativkoordinate. Ja. Und die müssen wir rausrechnen, dann sind wir nämlich relativ zu unserem Viererblock von Chunks. Und da müssen wir es dann wieder relativ zum Chunk berechnen, wo wir dann nachher drin sind, oder zur Column und die dann entsprechend setzen. Und dann ist hier weg damit. Ja, einfach mal, damit es geht. Dann machen wir hier uns mal einen Helper. Eigentlich wäre es vielleicht eine Idee, die Origin setzen zu lassen, dann muss der Rest nicht wieder. Ach, später. Du machst ja im Konstruktor vom Populator Helper, machst du es ja. Ja, ich weiß, Origin halt, was das man umsetzen kann. Naja, weil nur die Columns ändert sich ja eigentlich nicht pro Populate-Aufruf. Ach so, dass du immer wieder dieselbe Instanz verwendest, ja, auch eine Idee. Ja, aber das muss ich dann jetzt in dem Fall mal später machen. Genau, du hast nämlich noch 2 Minuten. Das, hier nehmen wir mal Z plus 1. Und jetzt sollte eigentlich nur noch das hier möglich sein, dass wir hier hingeht und die 0, 0, 0 zu setzen. So, jetzt könnte man das mal testen, indem mir einfach hoffe, dass immer noch dasselbe Gitter da ist. Ich habe die ja noch nicht gelöscht, ne? Ach so, Das oh. würde ich mal kurz machen. Eigentlich können wir Gut. auch das einfach mal morgen in der morgigen Folge anschauen. Weil dann gucken wir ja auch wieder Let's Code Octo Awesome. Und wir gucken, ob das funktioniert, was der Julian gerade gebastelt hat. Wir sehen uns morgen zu einem spannenden Test.